Hallo und herzlich willkommen bei unserer Nachhaltigkeitsreihe und dieser besonderen Interviewfolge. Heute habe ich Dr. Mario Sommerhäuser zu Gast. Er ist Abteilungsleiter Fluss und Landschaft bei der Emscher Genossenschaft und dem Lippe-Verband. Was er da genau macht, erzählt er uns gleich noch selber. Was ich schon vorwegnehme, heute geht es um Wasser, die Gewässer in unserer Region und welchen Einfluss sie auf den Sport haben. Wir beim TSC Eintracht pflegen einen sehr bewussten Umgang mit Wasser. Wer sich in unserem Sportzentrum die Hände wäscht oder duscht, merkt das vor allem an unseren automatischen Armaturen. Draußen sammeln wir das komplette Oberflächenwasser, welches von den Dächern und von den Plätzen abfließt, und wir nutzen dieses dann wieder für die Bewässerung des Hockeyplatzes. Das überschüssige Wasser versickert direkt vor Ort und wird dadurch dem natürlichen Kreislauf zurückgeführt. Ja, und da kommt jetzt Dr. Mario Sommerhäuser ins Spiel. Ich bin Jan Engel, Leiter Kommunikation und Klimaschutzbeauftragter beim TSC Eintracht, und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei unserem kleinen Ausflug an Emscher und Lippe. Ja, Sie sind Abteilungsleiter Fluss und Landschaft bei der Emscher Genossenschaft und dem Lippe-Verband. Kurz zusammengefasst, womit beschäftigen Sie sich da? Ja, wir beschäftigen uns in unserer Abteilung mit der ökologischen Entwicklung unserer Flussgebiete, also Emscher und Lippe. Das heißt, Renaturierungsplanungen, aber auch der Erfolg von Renaturierung, kommen Tiere und Pflanzen zurück. Die Abteilung hat aber ein sehr weit gespanntes Aufgabenfeld, auch sowas wie Bürgerbeteiligung, also Flüsse auch für Menschen zurückholen als Erlebnisraum, auch für Freizeit und Erholung, und gleichzeitig darauf natürlich zu achten, dass sie nicht übernutzt werden. Also auch solche Themen spielen bei uns eine Rolle. Und letztlich, um das ganz weit zu spinnen, selbst die bekannten Weinberge in Dortmund werden von unserer Abteilung auch fachlich begleitet. Also ein buntes, schönes Arbeitsfeld, was viel mit der Entwicklung des Raumes hier zu tun hat. Ja, das klingt sehr abwechslungsreich. Jetzt ist ja die Erde über 70% mit Wasser bedeckt und in Deutschland regnet es ständig. Ist Wasser jetzt überhaupt in Deutschland ein großes Thema? Es ist ein ganz großes Thema. Wir haben es ja in den letzten 5 Jahren erlebt. Da hatten wir 4 sogenannte Dürresommer alleine. Da ist was passiert, was wir alle in der Form so nicht kannten, dass nämlich auch bei uns im Emschergebiet, im Ruhrgebiet, viele Gewässer trocken gefallen sind. Und das hat natürlich auch weitreichende Folgen. Und das ist wirklich neu. Wir haben bisher uns vor allen Dingen beschäftigt mit Hochwasser, mit Starkregen, wie wir damit umgehen. Aber der Verlust von Wasser ist ein Thema. Und es ist natürlich richtig, wir haben in der Summe gar nicht so wenig Niederschlag. Aber es kommt darauf an, wann der fällt. Und es ist eher so gewesen, dass der in dem, wir sagen, hydrologisches Sommerhalbjahr, das ist von Mai bis Oktober, sehr wenig Regen gefallen ist. Im Winter dann wieder genug. In der Summe stimmt das. Aber wenn der Regen im Sommer fehlt, da ist die meiste Nutzung für Bewässerung, da wird am meisten verdunstet durch den Wald, durch die Wasserflächen. Insofern haben wir da eine echte Mangelsituation. Und die Wasserwirtschaftler sind sich ganz sicher, dass das ein Dauerproblem werden wird oder zumindest eine Daueraufgabe, mit der wir umgehen müssen. Ja, wir merken das auch tatsächlich bei uns. Unser Hockeyplatz wird eigentlich hauptsächlich im Sommer genutzt und muss bewässert werden. Und wir haben jetzt schon die Regenauffanganlage dort und nutzen daraus das Wasser. Früher hat das 2 Wochen lang gehalten. Mittlerweile ist nach 2 Wochen auch der Tank leer, aber es kam nichts mehr nach. Also die Trockenperioden merken wir tatsächlich dann auch bei uns im Sport. Wenn jetzt solche Gewässer auch in der Region vertrocknen, was ist denn dann das Problem daran? Ja, also vielleicht vorweg eine Bemerkung, dass Gewässer trockenfallen, kommt ja auch natürlicherweise vor. Man muss gar nicht so weit weggehen von Dortmund Richtung Soest. Da gibt es Karstgewässer. Karst sagt uns allen was, diese kalkreiche, felsige Landschaft, wo zwischen den großen Gesteinen das Wasser versickert. Und nur wenn genügend Grundwasser da ist, dann fließen die Bäche. Das gibt's ja gar nicht so weit weg von uns. Auch am Niederrhein haben wir viele Gewässer, die im Sommer trockenfallen. Das ist dann auch, wenn das natürlich ist, können Tiere und Pflanzen damit umgehen. Die sind erstaunlich schlau, in Anführungszeichen, und können solche Gewässer neu besiedeln. Im Sommer weichen sie aus, kommen dann zurück. Das funktioniert ganz gut. Aber wenn wir Gewässer haben, die nicht sehr naturnah sind, wie wir sagen, also man muss sich mal einen Graben vorstellen oder
einen kleinen offenen Tümpel, den man mal angelegt hat, dann sind die sehr empfindlich. Und da kann auch kein Organismen können da überleben oder fast keine. Und da muss man natürlich überlegen, wie gehen wir damit um? Wie können wir solche Gewässer eigentlich, wir sagen, klimasicher machen oder klimatauglich? Ne? Natürlich muss man auch nochmal dazu sagen, es geht ja nicht nur um Pflanzen und Tiere. Wir haben uns auch damit beschäftigt, wie die Menschen das wahrnehmen. Also in unseren Verbandsgebieten sind in bestimmten Bereichen die Hälfte aller Bäche trocken gefallen. Und das sind ja Räume, wo die Menschen spazieren gehen, wo der Hund vielleicht mal Wasser trinkt. Und die haben auch eine Kühlwirkung für die Stadtteile. Und das haben die Leute sehr intensiv wahrgenommen und auch als Verlust wahrgenommen. Also es geht nicht nur um Tiere und Pflanzen, auch um den Verlust für den Menschen. Und deswegen ist das wichtig, dass wir solche Gewässer trotzdem schützen, weiterentwickeln, versuchen, die Wasserführung zu verbessern. Sie haben vorhin selbst Ihr Beispiel gebracht vom Hockeyplatz. Das ist eine ganz tolle Sache, dass Sie solche Plätze auch, wir sagen, multifunktional nutzen. Also auch als, Sie nutzen Wasserspeicher, Sie nutzen das Wasser für den Hockeyplatz. Da kann man noch manche Dinge mehr überlegen, wie man beim Thema Wasser und Sport zusammenkommt. Ne? Und Sie wissen vielleicht auch, und das jetzt geht ein bisschen weiter, dass auch Sportplätze Hochwasserrückhalteräume sein können. Ne? Tiefer gelegene Räume, wo Wasser gespeichert wird, dann langsam abgegeben in Notfällen bei Starkregen. Das war jetzt das nächste Thema. Aber auch da gibt es schon schöne Kooperationen. Nicht? Aber wir müssen da was tun, definitiv. Das Thema werden wir nicht los. Ja, spannend. Jetzt hatte ich mal recherchiert, das eine ist ja, dass durch den Klimawandel oder die Erderwärmung Flüsse austrocknen. Das andere ist ja auch, dass viel Wasser auch entnommen wird. Also zum Beispiel durch Industrie, durch Privathaushalte. Da hatte ich aber gelesen, dass es so ja im Vergleich nur 12% eigentlich die privaten Haushalte sind und die Kommunen. Aber jetzt auf weltweit betrachtet, 19% macht eigentlich nur auch nur im Anführungszeichen die Industrie und auch die Energieproduktion aus und 69% mit ganz großem Anteil die Landwirtschaft, so im weltweiten Vergleich. Trifft das auf unsere Region auch so zu oder verschiebt sich da das? Man muss natürlich ganz genau hingucken, wo es ist. Wenn man jetzt den Raum der Emscher nimmt, da ist die Landwirtschaft nicht so verbreitet. Da wird das im Verhältnis nicht ganz so sein. Aber im Lippegebiet und im ländlichen Raum insgesamt ist die Größenordnung nicht ganz falsch. Da mag das vielleicht die Hälfte sein. Ich glaube, Sie hatten eine höhere Prozentzahl. Aber Landwirtschaft spielt eine ganz große Rolle und ist auch ein ganz großes Thema. Das hat zum einen damit zu tun, da findet aber auch schon ein Umdenken statt, dass viel Wasser verbraucht wird auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht die technisch innovativste ist, nämlich diese großen Beregner, die wir alle kennen, die über den Äckern, den Kulturen weite Regenschauer senden, die aber schon oft verdunsten, die Tropfen, bevor sie unten angekommen sind am Boden. Und dann verdunstet auch das oberflächlich benetzte Wasser wieder sehr schnell. Hier geht der Trend so zur Tröpfchenbewässerung. Kennt man auch aus dem eigenen Garten, wo Schläuche verlegt werden. Das ist definitiv der bessere Weg. Das andere ist natürlich, in der Vergangenheit wurden viele Gewässer vertieft und viele Gräben gegraben, damit möglichst das Wasser schnell abfließt. Die größte Sorge war oft, dass Äcker oder auch Grünlandflächen überstaut sind lange Zeit. Inzwischen merkt man, dass man da etwas ändern muss, dass es wichtig ist, wenn Wasser da ist, das auf geschickte Weise zurückzuhalten, damit man es noch in der Landwirtschaft behält. Und die Maßnahmen an Gewässern können da erheblich zu beitragen. Also wenn wir die Gewässer wieder etwas anhöhen, wir sagen Solerhöhung, oder wieder Auen entwickeln, dann können die Gewässer als Speicher auch dafür sorgen, dass in der Landschaft insgesamt das Wasser länger erhalten bleibt. Das heißt nicht, dass man alle Gewässer einstaut und die landwirtschaftlichen Flächen unter Wasser stehen lässt. Man muss das steuern. Aber so wie das früher gemacht wurde, passt es nicht mehr in die Klimawandelsituation. Und deswegen gibt's einen Anpack, das ist nicht hoffnungslos, denn Sie haben völlig recht, der wahrscheinlich größte Teil
In den meisten Regionen geht definitiv die landwirtschaftliche Produktion. Ah, okay. Da muss man manches anders machen. Und soweit ich das weiß, ist die Landwirtschaft aber auch sehr aufgeschlossen, denn die haben das Problem natürlich ganz massiv, sind ja Einkommensverluste auch. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Jetzt haben Sie auch schon Rückhaltebecken angesprochen, aber die ist die, also die bessere Variante ist eigentlich das natürliche Flussbett und das, dass das Wasser gar nicht erst, also dass gar nicht erst Rückhaltebecken gebraucht werden, sondern dass das Flussbett so gestaltet ist, dass solche Hochwasser gar nicht erst entstehen. Habe ich das richtig verstanden? Das wäre natürlich ideal, wenn man ein sehr natürliches Flusssystem hat mit großen Auen und großen Mäandern, muss man sich mal so vor Augen rufen, dann würde sehr viel Wasser zurückgehalten. Das Problem ist zum einen, dass wir diesen Raum gar nicht immer haben, wenn wir hier an unsere Region denken. Und das Zweite ist, durch den Klimawandel haben wir so massive Veränderungen im Niederschlag, die berühmten Starkregen, dass selbst natürliche Flussgebiete wahrscheinlich schnell über die Ufer laufen würden. Und wenn da Besiedlung ist, dann passt das nicht mehr. Mhm. Aber wir müssen eigentlich beides machen. Wir müssen renaturieren, definitiv. Das tun wir auch an der Emscher und an der Lippe, so gut wir können vom Platz her. Wir müssen aber auch Rückhalteräume bauen. Und mittlerweile werden die aber nicht immer nur technisch gebaut. Sie dürfen sich dann kein Betonbecken vorstellen, sondern eine neue Auenlandschaft, wo man an der Emscher zum Beispiel die Deiche zurückverlegt, wie in Dortmund-Mengede. Und dieser große Raum, der da entsteht, da passen nicht nur 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser rein, wenn Hochwasser kommt. Das ist mittlerweile zum Beispiel auch Dortmunds attraktivstes Wasservogelschutzgebiet geworden oder Beobachtungsgebiet und Naherholungsgebiet. Insofern ist das, auch wenn wir Rückhaltung bauen, heute nicht immer alles unnatürlich, sondern hat gleich mehrere Funktionen, auch den Naturschutz. Aber wir kommen ohne solche Extraräume nicht aus. Ja, okay. Wir haben jetzt ja im letzten Sommer schon im Ahrtal gesehen, dass es dass wir auch immer häufiger betroffen sein können von Starkregenereignissen und Hochwassern. Durch diese Maßnahmen ist jetzt das Ruhrgebiet da relativ gut vor geschützt oder kann sowas in unserer Region auch möglich sein? Das kann auch möglich sein. Wir haben zwar Emscher und Lippe jetzt als Beispiel das hinbekommen, dass nichts Dramatisches passiert ist. Es gab auch kleinere Schäden. In Dortmund ist ja auch der Phoenixsee zum ersten Mal geflutet worden vom Hochwasser. Aber wir haben auch nicht ganz diese Niederschlagsmengen gehabt, wie im Ahrtal. Das muss man ehrlicherweise sagen. Da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Dazu kommt aber auch noch, dass der Raum von der Struktur etwas anders ist. Ahrtal und ähnliche Lagen sind ja eher durch Täler geprägt. Das heißt, das Wasser kommt auch von überall von den Hängen ganz massiv runter. Und da ist dann oft das Problem, dass viel zu viel in der Aue gebaut wurde. Und natürlich massive Schäden auftreten, wenn der Fluss über die Ufer tritt. Das muss man vermeiden. Bei uns im Tiefland ist das etwas anders. Da kommen die Wassermassen nicht so schnell zusammen, weil das flacher ist. Tatsächlich aber haben wir auch dieses Ereignis genau beobachtet und ausgewertet und sind dabei, auch nochmal darauf zu gucken, ob wir nicht Deiche erhöhen müssen und noch mehr Rückhaltung zu bauen. Denn mehr Niederschlag, noch extremer als es bei uns hier gewesen ist, könnte auch zu größeren Schäden führen. Also man muss wirklich vor dem Hintergrund Klimawandel den Hochwasserschutz nochmal verbessern, möglichst natürlich, wie Sie auch schon gesagt haben, mit naturnahen Methoden. Jetzt kann man ja das Thema Wasser aus meiner Sicht oder so aus meinem Wissensstand nicht ganz regional nur betrachten, sondern Wasser hängt ja in der ganzen Welt zusammen. Wie hängt unser Wasser denn hier vor Ort so gesamt mit dem Wasser in der ganzen Welt zusammen? Mhm. Ja, es gibt natürlich weltweite Strömungen im Wetter zum Beispiel, aber auch im Meer, ne, der berühmte Golfstrom. Insofern ist es etwas schwierig zu sagen, ob lokale Maßnahmen uns helfen oder regionale Maßnahmen. Wir sind letztlich auch vom globalen Wettergeschehen abhängig. Also wenn wir zum Beispiel hier bei uns dafür sorgen, dass mehr verdunstet wird, dann heißt das nicht automatisch, dass bei uns mehr Regen fällt. Der kann dann nämlich woanders runterkommen. Insofern hängt auch das alles zusammen und
Wir sind zwar begünstigt durch unsere Lage Richtung Atlantik, wird ja immer gesagt, aber trotzdem haben wir auch Effekte von globalen Veränderungen, die sich auch bei uns auswirken, so muss man es sagen. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns insgesamt als Deutschland, als Europa um den Klimaschutz kümmern. Das können wir nicht hier nur vor der Haustür lösen. Mhm. Was können denn jetzt zum Beispiel einzelne Personen, zum Beispiel unsere Mitglieder, tun, um das Wasser und die Lebensräume hier zu schützen? Ja, zum einen selbst persönlich, wie Sie es als Verein auch machen, auf geschickte Weise Wasser nutzen, Wasser speichern, nicht verschwenden, also keine Golfrasen, die Tag und Nacht bewässert werden. Man muss sich überlegen, kann man Sportflächen vielleicht so gestalten, dass der Wasserbedarf nicht so groß ist. Da gibt es sicher auch schon viele Überlegungen. Wenn wir auf den Einzelnen schauen, wir alle können da was tun. Man muss sich fragen, habe ich meinen Stellplatz für mein Auto zugepflastert oder kann da Wasser einsickern? Fange ich mein Regenwasser in einer Tonne auf oder geht das in den nächsten Kanal? Habe ich vielleicht eine Dach- oder Fassadenbegrünung? Also da sind viele, das hört sich nach ganz vielen kleinen Sachen an. Aber wenn das genügend Leute machen, bringt das auf jeden Fall was. Also soweit man die Möglichkeit hat, als Bürger, als Bürgerin, vielleicht sogar als Grundstücksbesitzer oder als Mietergemeinschaft Dinge zu verändern, bringt das auf jeden Fall was. Und natürlich hängen die ganzen anderen Sachen noch mit daran. Klimaeinfluss durch Fernreisen, kennen wir alle das Thema. Insofern finde ich auch das, was Sie machen, extrem wichtig, nämlich Sport vor der Haustür. Und hier draußen zu sein, sich zu bewegen, ist ziemlich nachhaltig, muss man auch mal schlichtweg sagen. Also insofern ist das immer auch genau richtig schon, was Eintracht macht. Ja, super. Das freut uns schon mal sehr, auch das zu hören, dass wir da auf einem guten Weg sind. Früher war ja die Emscher ein Abwasserkanal. Jetzt ist sie heute weitgehend renaturiert. Ist jetzt auch die Zeit der verschmutzten Gewässer vorbei oder spielt auch Verschmutzung noch von Wasser eine Rolle? Ja, also die Emscher ist jetzt abwasserfrei. Also es gibt nur noch sogenanntes gereinigtes Abwasser nach allen Regeln der Technik. Das merkt man auch im Fluss. Die ersten Organismen kommen zurück. Aber wir haben natürlich in den Oberflächengewässern noch andere Probleme. Selbst eine gute Kläranlage kann heute noch nicht ohne Extratechnik zum Beispiel Medikamente komplett entfernen. Sie müssen sich ja vorstellen, dass alles, was wir zu uns nehmen, bis hin zur Sportsalbe, am Ende in der Dusche oder in der Toilette landet und dann wieder in der Kläranlage. Und da sind viele Stoffe bei, die noch nicht komplett abgebaut werden können mit aufwendiger Technik. Die bauen wir gerade auch in Dortmund zum Beispiel nach in die Kläranlagen. Aber das spielt immer noch eine Rolle. Und auch die Geschichte des Ruhrgebiets mit Altlasten, mit Bergbau, das ist immer noch in manchen Böden zu finden und belastet die Gewässer. Da steckt noch sehr viel Arbeit drin, aber das ist nicht nur bei uns der Fall. Also ganz perfekt ist das alles noch nicht. Da ist es ein laufender Prozess und an der Emscher, die Abwasserfreiheit war ein Riesenschritt. Aber jetzt sieht man erstmal, wo noch im Detail die Probleme sind. Aber eben nicht nur bei uns. Spannend, ja. Haben Sie denn noch ein Anliegen, was Sie unseren Mitgliedern mitgeben möchten, hier in der Region, die hier wohnen, die hier Sport treiben? Ich glaube, wir haben schon eine ganze Reihe Punkte besprochen. Ich habe mir auch selbst überlegt, was vielleicht noch wichtig wäre für unser Thema. Ich habe mir noch eins aufgeschrieben, das ist vielleicht auch das Thema Konflikte zwischen Sport und Naturschutz. Mhm. Das ist ja auch nicht überraschend. Also wir haben ja auch nicht nur die Emscher in unserer Zuständigkeit, auch die Lippe. Die Lippe ist ganz beliebt für Wassersport im Allgemeinen. Kanufahren, Stand-up-Paddling ist dazugekommen. Das finden wir auch völlig in Ordnung. Der Fluss darf auch erlebt werden. Man muss nur sicherlich bestimmte Regeln beachten. Sonst ist das schnell ganz schwierig und wird auch von den Behörden eingeschränkt. Das heißt, man muss auch dort, es gibt das Stichwort sanfter Tourismus, das würde auch für den Wassersport gelten. Also nichts vor Mülle, nicht in die Ufer fahren, nicht übermäßig nutzen, seine Sachen mitnehmen. Das sollte selbstverständlich sein. Und da, glaube ich, ist es schön, wenn der Sport auch unterstützt. Und wir haben auch das Glück, dass es auch Sportvereine gibt an der Lippe, die zum Beispiel sowas wie einen Clean-Up-Day mitmachen, auch mal helfen, den Fluss zu reinigen, die Ufer. Und dann passt das wunderbar. Aber diese Konflikte gibt es natürlich, genauso wie
Mountainbiking in Naturschutzgebieten. Das geht natürlich nicht. Und es wird aber gemacht. Und es gibt ja auch bei Sportlern wie insgesamt in der Menschheit eine Spannweite von sehr rücksichtsvollen Menschen und welchen, die sagen, ich darf das. Ja, und da, glaube ich, hat der Sport auch eine Rolle. Und viele Vereine haben ja auch Umweltschutzbeauftragten oder ich weiß, dass der Kanusport, der Kanuverband NRW sogar Schulungen macht zu naturvorträglichem Kanusport. Mhm. Und dann ist das wirklich eine gute Sache. Denn ausschließen wollen wir ja auch keinen. Ja, also gerade die natursportnahen Vereine und Abteilungen, die sind dann natürlich schon im Thema. Aber Sie haben ja gerade auch ganz gute Beispiele genannt, wie auch auch andere Sportarten da ihren Beitrag leisten können. Und von daher vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Und ich denke, da können halt unsere Mitglieder auch viel von mitnehmen. Sehr gerne, freut mich und weiter viel Erfolg. Das ist genau die richtige Richtung. Ja, danke schön. Ja, vielen lieben Dank, Dr. Mario Sommerhäuser, für diese spannenden Hintergrundinformationen. Ich würde mich interessieren, was war für dich neu und wie nimmst du die Trockenheit wahr? Und was sind deine Ideen, wie wir noch besser mit Wasser umgehen können? Gib uns doch gerne ein Feedback über unsere sozialen Netzwerke oder über das Kontaktformular auf unserer Internetseite. Wenn du dich noch mehr für Nachhaltigkeitsthemen interessierst, dann hör doch auch gerne mal in unsere weiteren Interviewfolgen rein. Ich habe zum Beispiel mit Mobilitätsexpertin Katja Diehl gesprochen, habe unseren Vorstandsvorsitzenden Dr. Alexander Kiel zu unserem Energie- und Umweltprojekt befragt und mit Sports for Future-Vorsitzenden Stefan Wagner über die Verantwortung der Sportvereine im Kampf gegen die Erderwärmung gesprochen. Ja, ich freue mich, wenn wir uns bald mal beim TSC Eintracht sehen. Wir feiern jetzt dieses Jahr 175 Jahre Eintracht und haben ganz viele verschiedene Veranstaltungen, wo du herzlich zu eingeladen bist. Schau einfach mal auf unserer Internetseite vorbei. Dort stehen alle Termine und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort einmal sehen. Ja, dann sage ich jetzt bis bald und hab noch einen schönen Tag.